Ja, dieses Duell hat definitiv Finalcharakter. Ein Derby, das eine ganze Region elektrisiert. Und das liegt nicht zuletzt an seinem Sohn Michael Görner. Der Präsident des FSV vertraut auf seinen Junior Tim an der Seitenlinie. Seit er Trainer bei Frankfurt ist, geht die Formkurve stetig nach oben. Seit mittlerweile 8 Spielen ist der FSV ungeschlagen. Dank dieser Serie hat man sich bis auf Rang 4 in der Regionalliga vorgekämpft und hat 3 Punkte mehr auf dem Konto als der unliebsame Konkurrent aus Offenbach. Nicht einmal 10 Kilometer trennen die beiden Stadien voneinander. Die Stimmung in der PSD Bank Arena ist von Anfang an bestens. Über 4.500 Zuschauer sorgen hier für richtiges Derby-Fieber. Bei den Kickers sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Den Aufstieg hat die Mannschaft so gut wie sicher verspielt. Letzte Woche dann der nächste Trainerwechsel. Ersan Palatan musste gehen und im Sommer wird auch noch Geschäftsführer Matthias Georg den Verein verlassen. Viel Chaos also im Club. Der Pokal ist die letzte Möglichkeit für den UFC, aus dieser Saison doch noch etwas mitzunehmen. Und das ist den Kickers von Beginn an anzumerken. Wir sind erst in der 2. Spielminute. Christian Derflinger schickt hier Hosina, Philipp Hosina, 0-1. Der Traumstart für Kickers Offenbach nach 2 Minuten. Jubelt der Gästeblock zum ersten Mal. Philipp Hosina mit all seiner Erfahrung zum Führungstreffer. Der FSV ist von diesem frühen Rückstand erst einmal geschockt. Es dauert eine ganze Weile, bis die Frankfurter erstmals gefährlich werden. Flanke auf Gas Peters, der Jobtorjäger der Regionalliga Südwest. So wirklich brenzlig wird das aber noch nicht. Stattdessen der UFC auf der anderen Seite. Jopek. Die Flanke erst einmal geklärt, aber die Kickers setzen nach. Am Ende kommt der Ball wieder zu Jopek. Der probiert es aus der Distanz. Omar Hanin packt aber sicher zu. Dann nochmal eine Standardsituation auf der anderen Seite. Hereingabe kommt von Müller und wieder Kas Peters. Der niederländische Torjäger nähert sich so langsam an. Eine halbe Stunde ist gespielt. Es ist ein packendes Halbfinale mit Chancen auf beiden Seiten. Jetzt wieder die Kickers. Feigenspahn auf Jopek. Klasse gespielt. Derflinger in der Mitte. Der Ball noch abgefälscht. Riesenchance auf das 0:2. Ecke für Frankfurt. Diesmal getreten von Ünlü Çiftçi. In der Mitte, da wartet Ahmet Azuak, der Ausgleich. Ahmet Azuak, der Kapitän, trifft zum 1:1. Und das sehr ungewohnt per Kopf, wird da in dieser Szene aber auch völlig allein gelassen. Der nächste Rückschlag, also für die Kickers, die probieren es aber nochmal kurz vor der Pause. Flanke auf Hosina, Feigenspahn, aber Hanin hat am Ende den Ball sicher. Es bleibt beim 1:1 zur Pause. Alfred Kaminski, der Interimstrainer, wird nicht zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Sollte es in diesem Derby-Fight auch nach 90 Minuten dabei bleiben, gäbe es keine Verlängerung, sondern direkt Elfmeterschießen. Das wollen die Kickers natürlich vermeiden. Zweiter Durchgang, erste Möglichkeit für Derflinger. Der ist überall auf dem Rasen zu finden. Noch fehlt ihm das Abschlussglück. Der FSV ist jetzt griffiger in den Zweikämpfen und lauert auf Umschaltmoment. Ünlü Çiftçi. Das ist Leon Müller. Vorbei am ersten. Am zweiten immer noch Müller, Traumtor. Der FSV dreht nach knapp einer Stunde dieses Derby
und sorgt für völlige Ekstase auf der Tribüne. Leon Müller, in der Jugend bei Darmstadt 98 ausgebildet, zeigt hier seine ganze Klasse. Kurz danach ist Schluss für Kas Peters. Der Angreifer ist leicht angeschlagen. Für ihn kommt Sho Sanomiya. Wie gehen die Kickers mit diesem Rückstand um? 10 Minuten später, wieder mal eine Standardsituation. Hermes 2-2! Dieses Spiel ist der komplette Wahnsinn. Lukas Hermes bringt den OFC zurück in diese Partie und das sehenswert mit dem Kopf. Alles offen in der Schlussphase, weil beide Teams mit offenem Visier spielen. Frankfurt wieder im Angriff. Ahmed Azouar probiert es. Hier mal selbst aus der Distanz. Nicht ungefährlich. Maximilian Engel muss aber nicht eingreifen. Eine Viertelstunde ist noch zu spielen. Der FSV jetzt mit etwas mehr Tempo. Müller mit der Hacke zu Ünlüçifji. Und auch der passt perfekt. Die völlige Ekstase am Bornheimer Hang. Das zweite Traumtor an diesem Abend. Beim FSV hält es jetzt niemanden mehr. Aber noch hat Offenbach Zeit, zum zweiten Mal zurückzukommen. Und die Stimmung wird immer hitziger. Auf und neben dem Rasen eine Rudelbildung. Folgt jetzt auf die nächste Derby-Stimmung in Frankfurt. Irgendwann beruhigen sich dann alle auch mal wieder. 86. Minute. Der eingewechselte Zitzelsberger. Awassi rutscht weg. Mesanovic mit der Ablage für Hermes. Aber der Abschluss ist viel zu unpräzise. Die letzte Minute der regulären Spielzeit. Jetzt hat der FSV Platz zum Kontern. Jankhurst scheitert an Maximilian Engel. Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit. Die sind schon fast rum. Nochmal ein letzter langer Ball und dann die Riesenchance für Lukas Hermes. Aber es geht ohnehin die Fahne hoch, abseits. Ein Treffer hätte nicht gezählt. Und damit gewinnt Frankfurt mit 3-2 dieses Pokalderby und steht im Hessen-Pokalfinale. Die Kickers verspielen auch die letzte Möglichkeit auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Die Stimmen zu diesem Spiel. Sehr zufrieden bin ich insgesamt mit der Leistung. Ich glaube, wir haben über die komplette Spielzeit einen extrem guten kämpferischen Auftritt hingelegt. Das haben wir uns hart erarbeitet, dass wir hinten raus dann das Spiel dann nochmal drehen. Ich denke, dass wir keine gute erste Halbzeit gespielt haben. Dort waren wir oft am Hinterherlaufen. Wir hatten viele einfache Ballverluste, die uns postwendend um die Ohren geflogen sind. Das konnten wir in der zweiten Halbzeit abstellen, ein bisschen besser machen, hatten dann deutlich mehr Kontrolle auch in unserem Spiel. Fand uns dann in der zweiten Halbzeit, wir kommen richtig gut raus, auch die Tacken bessere Mannschaft, gehen dann gut in Führung. Der Ausgleich per Standard tut uns weh, trotzdem hat uns das nicht aus der Ruhe gebracht, wir bleiben dran und haben uns dann belohnt und dann war es hinten raus nochmal ein kranker Fight, Pokal, Halbfinale, Derby, ich glaube es hat alles mitgebracht, auch für die Kulisse und wir sind natürlich extrem glücklich, dass wir da als glücklicher Gewinner aus dem Spiel rausgehen. Ja. Ich glaube, Amit legt mir den Ball mit dem Kopf in den Lauf und ich habe nur noch die Viererkette oder Innenverteidiger vor mir, gehe an einem vorbei, ich wollte ihn erst durchstecken, aber der Weg war frei und habe ihn dann gut getroffen mit Innenpfosten, glaube ich, und dann einfach pure Emotionen danach. Ja, wäre für uns natürlich von Vorteil, wenn Wien es natürlich schafft, aber wir sind einfach froh, dass wir es heute geschafft haben. Und, wir wollen alle schlagen! Das ist, was zählt. Ja, da gratuliert auch mal der Präsident persönlich im Interview. Frankfurt feiert den Derby-Sieg und einen großen Schritt in Richtung DFB-Pokalteilnahme. Und wer weiß, vielleicht geht es hier schon ganz bald gegen einen Bundesligisten.